Wir haben tatsächlich gespürt, dass diese Vorbereitungen viel Zeit und Kraft und auch viel Überlegung verlangen. Einerseits, wie gestalten wir das Flughafengelände, wie bauen wir die Altarinsel auf, wo werden die verschiedenen Gruppen dann ihren Platz finden, wie sichern wir auch, dass der Papst mit dem Papamobil durch den Platz kommt und möglichst viele Menschen das auch miterleben können über die Videowände noch vorne verstärkt. Wir haben auch die Vorbereitung jetzt für den Messplatz, wo es um die Begegnung mit der Jugend geht, wo auch all die Fragen nochmal anstellen. Und es sind viele ganz praktische Fragen zu besprechen, wer wo steht, wie man das macht. Das muss auch geprobt sein. Und vor allem freue ich mich dann natürlich auch, dass wir Lösungen gefunden haben, etwa wie wir das mit den Bänken machen, dass wir auch gut vermitteln konnten, was das nun heißt, dass wir Bänke aus Holz nehmen und nicht etwa Plastik und die Umwelt damit nicht belasten. Und dass wir all die vielen Fragen, die von der Umwelt auf uns zugekommen waren, dass wir die einvernehmlich und gut lösen konnten. Es ist nun so, dass bei all den Besuchen von Papst Johannes Paul II. Freiburg immer außen vor blieb. Und wir in Freiburg schon dachten, warum kommt der Papst nicht auch zu uns? Und diesmal war es nun für ihn selbstverständlich, als die Reise festgelegt wurde, dass er nach Berlin, dass er in einen neuen Bundesländer, nach Erfurt geht, nach Thüringen, und dass er nach Freiburg kommt. Ich glaube, es war klar, Freiburg ist mal dran, allein weil Papst schon in Speyer war, er war in Augsburg, er war in Mainz, er war in Fulda, und vielleicht auch ist noch verstärkt gekommen, dass dann, wenn er nach Deutschland kommt und der Papst noch nie in der Bischofsstadt des Vorsitzenden war, das dann auch ein Argument für ihn ist. Für mich ist eindeutig der Höhepunkt der Gottesdienst am Sonntagvormittag bei uns auf dem Flughafengelände, wo wir ein Fest des Glaubens feiern werden. Aber ich freue mich auch sehr, dass der Papst am Abend vorher mit der Jugend eine Vigilfeier hat, wo er zur Jugend einiges sagen kann, die ja die Zukunft der Kirche sind. Und ich weiß es sehr zu schätzen, dass er sich Zeit nimmt für die Ökumene und in Erfurt nicht nur mit den Vertretern der Kirchen der Reformation spricht, sondern auch einen gemeinsamen Gottesdienst mit ihnen haben. Nach außen ist es sicher ein besonderes Ding von der Sache, dass er nun auch im Bundestag zum deutschen Volk sprechen kann, dass er als Deutscher und er als Papst nun diese Chance wahrnimmt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Wir haben ja selber eingeladen, einiges im Gebet zu tun, etwa in der Fastenzeit, im Monat Mai, am Pfingsten, auch jetzt das Gebet zu sprechen. Wir haben die Leute informiert über die Person des Papstes, auch über seine Theologie, die sie mir interessieren wollen, sodass die Leute, viele Menschen möglichst innerlich aufgeschlossen sind für den Papst und für den Besuch und dann neugierig sind auf das, was er uns sagt und auf die Art und Weise, wie er mit uns Gottesdienst feiert. Ich habe mit Freude festgestellt, dass etwa in Thüringen sich sehr viele für den Papstbesuch interessieren. Das heißt, einem Land, in dem die Christen wirklich eine kleine Minderheit sind. Das heißt, seine Reise ist auch für Atheisten offenbar etwas, was sie neugierig macht. Denn hier kommt ein Mann, der für andere Werte steht als etwa in der Wirtschaft. Hier kommt ein Mann, der in gewissem Sinne den Himmel aufreißen möchte zu Gott hin, der für uns hinweist auf das, wofür zu leben sich lohnt. Und wenn Menschen dafür neugierig werden, ist das ein gutes Zeichen und das kann der Anfang auch bei vielen sein, sich intensiv auf solche Fragen und intensiv auf das Evangelium einzulassen.